Hallo und herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute steht bei uns der Lebensmittelgigant Nestlé im Fokus. Darüber spreche ich mit Vivien Spanberg von Vontobel. Frau Spanberg, Nestlé hat vor kurzem Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. Der Umsatz ist organisch um 8,7% gewachsen. Was waren denn die Wachstumstreiber? Nestlé ist im ersten Halbjahr wirklich organisch stark gewachsen, 8,7% auf 46,3 Milliarden Schweizer Franken in einem Halbjahr. Der Umsatz ist aber geringer ausgefallen als von vielen erwartet. Das ist vor allem dem starken Franke zugute zu schreiben oder eher nicht zugute zu schreiben. Die Währungsentwicklung ist hier ein bisschen negativ eben aufgefallen. Inflation hat hier Nestlé auch weiterhin im Griff. Und somit haben sie das vierte Quartal in Folge einen Volumensrückgang verzeichnen müssen. In Europa drücken vor allem hier natürlich Inflation auf die Preise. Und die höheren Preise für die Verkäufe von Nestlé-Produkten führt auch dazu, dass Konsumenten hier auf Alternative schwenken, vor allem die günstigsten Alternativen, aber auch Eigenmarken werden hier doch mehr gekauft. Und Nestlé selbst spricht von einem dynamischen Konsumentenumfeld und dass sie insgesamt die Nachfrageelastizität im Zusammenhang mit der Preisanpassung begrenzt ist. Das bedeutet, sie können nicht wirklich mehr Volumen machen, indem sie die Preise senken. Bei den Produkten selber, Wasser und Fertiggerichte, hier sind die größten Volumenrückgänge verzeichnet worden, wohingegen Tierfutter, Kaffee und Süßwarenmarken hier sich doch eher vom Downtrading-Effekt eher unbeeindruckt zeigen. Zudem ist auch der Heimkonsum wieder auf einem normalen Niveau, was vielleicht so der Rückgang bei den Fertiggerichten hier erklären könnte. Aber wenn man sich unterm Strich mal den Gewinn anschaut, hier sind sie profitabler geworden, operativer Gewinn 7,9 Milliarden Schweizer Franken. Das ist eine Marge von 17,1%. Vorher waren es 16,9. Also sie sind profitabler geworden und das natürlich vor allem wegen den Preisanpassungen. Stichwort Preisanpassungen. Preiserhöhungen waren im ersten Halbjahr von Bedeutung. Sie haben es angesprochen und bleiben laut Konzernangaben auch im zweiten Halbjahr Thema. Sie sollen allerdings moderater und gezielter ausfallen. Wie könnte das denn aussehen? Ja, das Wachstum von Nestlé, auch wenn es eben organisch war, ist vollkommen auf Preisanpassung zurückzuführen. Sie haben mengenmäßig nämlich 0,8% weniger verkauft. Und Grund vor allem bei dem Volumenrückgang ist aber auch die Portfolioumstrukturierung bei Nestlé. Sie haben hier nicht lohnenswerte Unternehmensteile veräußert. Und im zweiten Halbjahr wollen sie ein bisschen mixen, also vor allem positive Kombination von Volumen und Produktmix und positiver Bruttomarge soll dann dazu führen, dass am Ende auch wieder mehr Volumen reinkommt und die Marge trotzdem relativ stabil bleibt. Hier muss Nestlé aber auch wieder an die Konsumenten ranrücken. Das machen sie vor allem mit Marketingmaßnahmen. Ihr Budget oder ihre Investitionen haben sie auch deutlich erhöht. Bei konstanten Wechselkursen 7,5% mehr als gegenüber Vorjahr. Und die Rückkehr zur normalen Volumenwachstum, die sie auch haben möchten, soll hier möglich sein, vor allem weil die Preiserhöhungen jetzt ein bisschen konstanter und eben gezielter sein sollen. Also dass vielleicht auch nicht mehr die Konsumenten so zurückschrecken vor den hohen Preisen und die Vergleichsbasis soll auch einfacher werden. Und für viele andere Lebensmittelhersteller ist auch ein Rückgang der zuvor während vielen Quartal steigenden Kosten hier für Transport, Energie und einzelne Rohstoffe ersichtlich. Also hier geht es wieder in die normale Richtung. Hingegen ist die Preise für Verpackung, Löhne, Kakao und Zucker bleiben weiterhin hoch. Daher kann man mal schon sehen, dass Nestlé vielleicht ein oder zwei Einsparpotenziale schon hat. Und sie wollen Preisanpassung hier eben ein bisschen moderater durchführen. Ein Thema, das Nestlé jetzt schon länger beschäftigt, ist der geplante Verkauf des Erdnussallergiemittels Palforzia. Im Juli hieß es in den Medien, dass Verhandlungen laufen würden. Eigentlich wollte Nestlé den Deal ja schon im ersten Halbjahr abschließen. Wie wichtig ist denn der Verkauf für Nestlé? Ja, Marc Schneider, der Konzernchef von Nestlé, hat seit 6 Jahren eigentlich das Ruder in der Hand und hat schon den ein oder anderen Zukauf hier getätigt und 20% des Umsatzes komplett ausgetauscht durch eben neue Zukäufe und auch Verkäufe von Unternehmensteilen. Die meisten davon sind auch wirklich sehr erfolgreich, haben sich herausgestellt. Aber jetzt räumt der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern ein, dass sie hier einen Fehler gemacht haben bei dem Kauf von Palforzia. Da haben sie mit der Übernahme ein bisschen
falsch gelegen. 1 Milliarde Umsatz jährlich wurde diesem Mittel zugesprochen. Dann kam aber so ein bisschen Corona-Pandemie und es kamen auch nicht so viele Patienten, die das Mittel dann wirklich gekauft haben, was dann dazu geführt hat, dass Nestle dieses Stück oder dieses Medikament verkaufen möchte aus ihrem Portfolio, um nicht hier weiter drauf rumsitzen zu möchten und ihre Fehler eben schnell korrigieren. In dem Fall wollen sie es veräußern. Sie haben 2022 schon Wertberichtigung durchgeführt, 1,9 Milliarden Schweizer Franken. Und in dem Sinne möchte das aber auch ein bisschen besser angelehnt an ihre Strategie weiterführen. In dem Fall, dass sie nämlich weniger rezeptpflichtige Medikamente verkaufen wollen. Sie wollen eher das den Pharmaunternehmen wie zum Beispiel Novartis überlassen. Sie wollen eher auf stärker konzentrieren auf medizinische Ernährungslösungen und konsumnahe Produkte wie zum Beispiel Vitamine. Sie haben also viel gekauft und verkauft, aber sie mussten sich jetzt eingestehen, dass das eher ein Fehler war und deshalb wollen sie es jetzt loswerden. Dann kommen wir nochmal zurück zur Bilanzvorlage. Da hat ja Nestlé die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Wie sehen Sie denn die weiteren Perspektiven für 2023 und auch darüber hinaus? Sie haben Ihre Gesamt- oder Ihre Wachstumsziele ein bisschen näher eingegrenzt. Es soll 7-8% zulegen organisch. Der Umsatz vorher waren 6-8%. Ihre operative Ergebnismarge soll hingegen gleich bleiben für dieses Gesamtjahr zwischen 17 und 17,5%. Und Sie wollen sich vor allem auf Ihre lukrativen Segmente hier weiter konzentrieren. Kaffee, Heimtiernahrung und Nutrition. 2016 hatten die ungefähr 52% des Konzernumsatzes. 6 Jahre später liegt es dann schon bei ungefähr 63%. Also hier sieht man schon, dass Marc Schneider hier vor allem auch ein bisschen mehr den Fokus legt. Man sieht vor allem jetzt auch in den Inflationszeiten, dass diese doch ein bisschen robuster sind. Heimtiernahrung vor allem, hier wird dem Hund oder der Katze dann nicht auf einmal irgendwas anderes gefüttert, weil vielleicht die Kaufkraft nicht mehr so hoch ist. Dann verzichtet das Herrchen und Frauchen doch vielleicht eher auf was anderes. Und hier sieht man, dass eben Nestle auch seinen Fokus legt. Sie sind vor allem auch Time to Market viel, viel besser geworden, produktinnovativer und vor allem auch schneller am Markt, was sie auch in vielen ihren Marken zeigen können. Und Nestle selbst strebt bis 2025 einen bereinigten Betriebsgewinnmarge zwischen 17,5 und 18,5 an. Und sie werden bestimmt die ein oder andere Portfoliobereinigung auch noch durchführen. Und sie haben hier noch zahlreiche Möglichkeiten. Wenn man sich mal anschaut, der Bereich Wasser, Tiefkühlprodukte, Speiseeis oder Schokolade, die machen fast ein Fünftel des Konzernumsatzes aus. Und die sind Underperformer, wenn man sich mal die Marge anschaut. Das bedeutet, sie bieten dem Management vor einem weiteren Spielraum, das Portfolio hier weiter zu verschönern und entsprechend auch ihre Marge weiterhin zu optimieren. Dann schauen wir zum Schluss noch auf die Aktie von Nestlé. Die tut sich in dem Jahr bisher schwer, eine klare Richtung zu finden. Von welcher Entwicklung gehen denn die Analysten aus? Über einen längeren Zeitraum betrachtet hat Nestle dann doch schon ein schwieriges Umfeld eigentlich relativ gut hinter sich gelassen, nachdem sie in den Jahren bis zum Corona-Crash doch relativ gut gelaufen ist, weiß jetzt irgendwie die Aktie in aktuellen Zeiten nicht wirklich, wo sie noch hin soll. Aber nach 12 Monaten Durchschnittskursziel laut Bloomberg liegt nämlich bei 122 Schweizer Franken, was vom aktuellen Kurs bei 104 Schweizer Franken dann noch 16% Aufwärtspotenzial entspricht. Und die Aktie wird mit 64% Buy gerated, 29% Hold und 7% Sell. Und jetzt muss Nestle noch im zweiten Halbjahr erstmal zeigen, ob sie eben endlich mal wieder Volumen aufwärts schrauben kann. Sagt Vivian Spanberg von Vontobel. Vielen Dank. Danke. Das war die aktuelle Ausgabe vom Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf den Lebensmittelgiganten Nestlé. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.